Sie wollen gehört werden. Aktive Väter, also voll dabei im Familienleben. Mein Name ist Birk, ich bin Papa eines 4-jährigen Sohnes und aus meiner Sicht gibt es einfach keine Alternative zu aktiver Vaterschaft. Anders machen, weil mein Vater mir kein wirkliches Vorbild war bzw. nicht präsent war. Aktive Vaterschaft bedeutet manchmal gar nicht erst zu einem Video zu kommen. Vater sein ist für mich deswegen Dasein. Dasein und nicht in alte Rollenbilder verfallen. Hier geht die Kinderbetreuung beide an. Andrea und Lennart aus Neuwulmstorf. Zwei Söhne. Die Lehrerin und der Unternehmensberater arbeiten bewusst in Teilzeit. Für mich ist die Zeit mit den Kindern unbezahlbar. Und ich glaube, Männer, die Vollzeit arbeiten, die unterschätzen das, was sie von den Kindern zurückbekommen, massiv. Also, das ist vom ersten Tag an ist es so, dass jede Stunde oder jeder halbe Tag, den ich mit den Kindern verbringe, der ist viel mehr wert, als wenn ich den halben Tag gearbeitet hätte. Die Bedürfnisse haben was mit Zuneigung, Zuwendung und Zuverlässigkeit zu tun. Weniger Arbeit, mehr Zeit für die Kinder. Aber auch deutlich weniger Geld. Auf ein Drittel ihres Gehalts müssen sie verzichten. Bei den Kindern, bei beiden Kindern merke ich, wie wichtig das ist, dass Papa auch da ist. Wo steht geschrieben, dass der Mann unbedingt das Geld nach Hause bringen muss und dass die Frau zu Hause die Wäsche machen muss? Wir haben dann nicht so die klar aufgeteilten Domänen. Und das bringt uns sehr auf Augenhöhe. Was bedeutet es, Papa zu sein? Eine neue Aktion im Netz, pünktlich zum Vatertag. Fast jeder zweite Mann geht in Elternzeit. Klingt gut, aber danach? Oftmals die alten Rollenbilder und die Frau bleibt zu Hause. Initiator Hanna Fischer will das ändern. Ein Freund von mir sagt immer, dass Paare gleichberechtigt in den Kreißsaal reingehen und als Paar der 60er Jahre wieder rauskehren. Und da ist so viel Wahres dran. Das sagen die Statistiken, das sagen die Studien. Und da sind noch sehr viele dicke Bretter zu bohren. Die Aktion soll zeigen, es kann klappen. Mütter müssen sich aber auch zurücknehmen. Aktive Vaterschaft gelingt dann am besten, wenn die Mutter nicht da ist. Das heißt, wenn die Mutter arbeiten ist und wenn die Mutter als Komplizin agiert und auch das Vertrauen in den Vater setzt und sagt, mein Mann wird das schon machen. Er spürt dieses Vertrauen, Tino, Vater einer Patchwork-Familie. Insgesamt 4 Kinder. Und Papa ist größtenteils zu Hause. Besonders sein Sohn aus seiner vorherigen Beziehung braucht viel Aufmerksamkeit. Also ist Tino für ihn da. Ich liebe das. Ich gehe da voll drin auf. Also Papa zu sein und zu sagen, ja, ich schaffe das und ich bringe mich ein und tue was Gutes für uns, für die Familie. Quatsch machen, wenn die Rosinenbrötchen noch brauchen, gehört dazu. Ansonsten will er seinen Kindern Werte vermitteln. Das ist ihm ganz wichtig. Und Teil ihres Lebens sein. Hey Papa, du warst sichtbar in der Vergangenheit. Ich nehme wirklich was für mich auch ins Alter mit. Ich habe Erinnerungen, die hoffentlich lange und sehr lange auch im hohen Alter bestehen bleiben. Auch Tino macht mit. Noch ein Beispiel für aktive Vaterschaft. Mütter fordern, dass Väter auch ihren Teil der Verantwortung übernehmen für die Familie. Und sie sagen, ja, wo sind sie denn, die Väter? Und ich möchte sagen, hier sind sie, wir sind da. Jeder Papa kann mitmachen, Statement hochladen, 60 Sekunden lang. Denn Vaterschaft ist mehr.